Herr Hofer, wie haben Sie eigentlich gestern 60 Jahre EU gefeiert? Ich habe den Geburtstag meines Schwagers gefeiert. Gestern ist er 60 Jahre alt geworden. Das war zufällig am gleichen Tag. Aber ich möchte auch eines klarstellen. Also nicht nur der Außenminister und andere Politiker haben das dann auch gefordert für die Union, diese Ausnahmeregelungen, die die Briten vorgeschlagen haben, sondern es ist auch vertraglich festgehalten worden. Es wurde festgehalten, dass wenn die Briten in der Union bleiben, dann diese speziellen Regelungen dann auch für alle Mitgliedsländer gelten sollen. Das waren vor allem Ausnahmen im Bereich der Frage, wie ich lange soll jemand in einem Land sein, bis er Sozialleistungen erhalten kann. Also diese, diese Entwürfe gibt es. Und wir wissen ja auch heute, dass der Außenminister und andere Politiker aus der ÖVP genau das auch haben wollen und sich sehr dafür einsetzen, wo es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Ottmar Karas hat angesprochen die Wahlversprechen oder die Versprechen, die dann nicht eingehalten worden sind nach dem Brexit. Das sind wir als Österreicher gewohnt. Also eine, eine Reihe von Wahlversprechen wird normalerweise nicht eingehalten. Ich glaube, es hat auch wenig Sinn zu sagen, ja die unter 45 haben so abgestimmt, die anderen so. Wenn man sich Wahl in Österreich ansieht, kann man sagen, im Land hat man so abgestimmt in der Stadt so. Also das Gesamtergebnis zählt. Wir sind Demokraten. Und wir haben das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen. Und jetzt muss das große Ziel sein, dass wir trotz des Austritts der Briten einen guten Kontakt zu Großbritannien pflegen, dass dieses, dieses Trennungsverfahren so abläuft, dass es hier keine Verletzungen gibt, dass diese wirtschaftlichen Kontakte weiter funktionieren und dass wir alle wissen, ja, aus der EU ausgetreten, aber nicht aus Europa. Wir sind trotzdem Europäer, auch wenn wir nicht mehr in einer gemeinsamen Europäischen Union sind. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Frage. Herr Karas, ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt die Briten hier anzugreifen. Es ist, es ist, das das ist eine Sache, allgemeine Analyse. Ist, ja, nicht. Die Sache ist erledigt, die Briten treten aus und wir müssen jetzt versuchen, damit bestmöglich zu Die Verhandlung, den Austritt. Und der zweite Punkt, <laughs> Sie, werden aus, Sie werden sehen, Sie werden austreten. Der zweite Punkt, Sie sagen Rechts- und Wertegemeinschaft. Das ist ein Punkt, den wir ernst nehmen müssen. Wenn wir eine Rechtsgemeinschaft sind, dann müssen wir das, was wir beschließen, auch umsetzen. Richtig. Das hat begonnen mit den, mit den Konvergenzkriterien, die haben die nicht wir eingehalten. Aber bleiben wir praktisch, bleiben wir jetzt Und trotzdem praktisch bei dieser Flüchtlingsfrage, weil das jetzt gerade ein wirklich großer Streit ist in Österreich. Dazu Sie, will ich gleich kommen ja, Aber wären Satz. Sie dafür, Herr Hofer, wären Sie dafür, dass man hier äh, das, was man ausgemacht hat, mit der EU einhält oder hält man sich nur an Beschlüsse, wenn es einem passt? Das will ich gerade begründen. Also Maastricht wurde nicht eingehalten, die Schengen-Außengrenze wurde nicht gesichert, das haben wir gesehen 2015. Und jetzt geht es um dieses Resettlement-Programm. Ich bin der Meinung, dass Österreich, Deutschland, Schweden im Rahmen der Flüchtlingskrise unglaublich viel geleistet haben. Und es sehr schwer zu verstehen ist, und da verstehe ich auch die Kritik an den Maßnahmen jetzt, dass man sagt, naja, die Aufteilung ist es nicht so, dass aus Österreich in andere Länder auch mit aufgeteilt wird, um Lasten zu verteilen. Nein, wir nehmen noch mehr Personen auf. Es sind immer persönliche Schicksale, aber dieser Weg kann doch wohl nicht der richtige sein. Also das heißt die 50, also der Innenminister Sobotka ja, wir haben, wir haben hat jetzt falsch diese 50, gehandelt. Diese 50.000 Asylwerber in der Grundsicherung, 90 Prozent der Asylberechtigten sind in der Mindestsicherung. Wir zahlen für Mindestsicherung 2,5 Milliarden Euro. Wir wissen aus der Studie des Fiskalrates, dass alleine die Personen, die 2015 gekommen sind, über die Jahre Kosten von 20 Milliarden Euro verursachen, während andere Länder wesentlich weniger getan. Haben. Aber verstehen Sie, dass die Italiener zum Beispiel wirklich ähm, sauer sind auf die EU und sagen, das war ausgemacht und halten Sie sich bitte daran? Nein, das verstehe ich nicht, denn äh, Italien liegt auch an der Schengen-Außengrenze und die Schengen-Außengrenze muss gesichert werden. Wobei ich aber sage, da darf man Italien nicht alleine lassen. Äh, die Situation hat sich geändert, wenn es um die Sicherung der Schengen-Außengrenze sich überhaupt nicht. Wir können Italien helfen, die Schengen-Außengrenze zu sichern, aber doch nicht zu sagen: Jawohl, es nehmen wir noch mehr Personen auf. Das muss ja irgendjemand bezahlen. Das ist auch immer das Argument: Es kommen eben so viele Kinder. Der Großteil der Menschen sind junge Männer, die gekommen sind. Das muss man auch sehen. Also wenn man das ganz, ganz frei nein, aber beantworten Sie immer die Frage: sieht, Gab es diesen europäischen Gemeinschaftsbeschluss und genau, warum warum es soll gab man auch den Beschluss die Schengen-Außengrenze zu sichern? Wenn das umgesetzt worden wäre, hätten wir diese Probleme jetzt. Nicht. Gut, aber die Prinzipfrage ist schon: äh, Soll man sich an Beschlüsse halten, ja oder nein? Ich bin dafür ja, aber dann muss man, wenn man das hat, haben Sie völlig zu Recht äh, kritisiert. Politiker aus Österreich von in europäische Gremien und sagen dort etwas völlig anderes als hier in Österreich. Und das ist eben ein Weg, der immer zu Problemen führt. Und das ist ein Grundproblem in der Europäischen Union insgesamt. Das machen Politiker aus vielen Staaten, dort das, das eine eigentlich. zu sagen und dann im eigenen Land etwas anderes. Warum ist das so, glauben Sie? Weil man einfach nicht ehrlich ist. Weil man nicht bereit Nein, ist, ist, ist im, Heimatland, im Heimatland, im eigenen Mitgliedsland vor den eigenen Wählern das zu rechtfertigen, was man. Woanders gesagt hat. Sie würden eher gern haben ein Kerneuropa. Sie müssen mich korrigieren, wenn ich was falsch sage. Also ein Kerneuropa auf dem Binnenmarkt, ähm, sich wieder zurückbesinnen, mehr Kompetenz wieder zu den Nationalstaaten. Sie sagen eigentlich weg mit den Nationalstaaten. Ähm, und natürlich wäre es interessant zu wissen, gibt es nicht irgendeine Lösung, wo man beide Interessen zusammenfinden kann. Also ich glaube, man darf jetzt zwei Dinge nicht vermischen, die hat der Vorschlag Kerneuropa und die Frage, welche Kompetenzen hat man. Ich glaube nur, dass ein Weg nicht funktionieren wird, nämlich jetzt die, die Idee einer Sozialunion, weil wir hier ein Problem angehen würden, das kaum lösbar ist. Wir haben Familienbeihilfe in, in etlichen Ländern der Union, das macht dann 40 Euro im Monat aus. Was heißt jetzt Sozialunion. Also wird das, das überall nach unten gesenkt oder müssen andere Staaten äh, anheben, ohne die finanziellen Mittel dafür das zu haben? Das ist demagogisch. Für mich, das, ist sehr das stimmt nicht. Herr Karras, darf ich bitte nicht. Ja, aber kurz ich sage Ihnen nur, es stimmt bitte nicht. Bitte lassen Sie bitte mich Bitte sagen kurz Sie es nicht, weil es stimmt. Herr Karras, bitte lassen Sie mich doch ausreden. Ja, ich lasse Sie gerne. Ja. Ja, demagogisch ist, ja, wenn Politiker der ÖVP hier in Österreich sagen, die Familienbehilfe muss angepasst werden und Sie in Brüssel das Gegenteil sagen. Demagogisch ist, wenn die FPÖ sieben Anträge einbringt im Parlament, genau das zu tun, die ÖVP immer dagegen stimmt und das so tut, als wäre man dann doch dafür, das ist demagogisch, Herr Karras. Also, Sozialunion kann nicht funktionieren. Was kann funktionieren? Ich glaube, wir müssen uns überlegen, in welchen Bereichen brauchen wir mehr Europa? Und in welchen Bereichen brauchen wir weniger? Die Union beschäftigt sich mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten. Also Duschköpfe, Traktorensitze, Stühllampen und so weiter. Die Traktorsitzverordnung gilt seit 2012. Nicht. Aber in großen, wichtigen <laughs> Fragen, man hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Es gibt ja auch Normen, man braucht das ja gar nicht. Aber, Sie aber wissen, die wissen Sie eigentlich, warum? Bei die dieser Traktorsitzverordnung, warum ist, es da gegangen ist, ein, ein Nebenschauplatz ist. Ich will nur sagen, wie unwichtig das ist. Ja, aber da ging es eigentlich um gesundheitliche Risiken, wo eben versucht wurde, in der EU eine. eine eine Ebene einzuführen. Das Frau Reiterer, das gab, es gab ja auch schon Traktorsitze vor der Europäischen Union, wie Sie vielleicht wissen. Nein. Und es gibt Normen. Und Normen regeln genau solche Dinge. Da brauche ich keine Europäische Union dafür. Sondern ich brauche eine Union, um zu schauen, dass ich wirtschaftlich gut zusammenarbeite, dass ich die Arbeitslosigkeit bekämpfe, dass es Sicherheit gibt. Es gibt. Die Frage, wie sicher sind Kernkraftwerke in der Europäischen Union? Aber die Normen betreffen, da werden Sie mir jetzt recht geben, auch natürlich diesen ganzen Umweltbereich, äh, Gesundheitsbereich, Medikamente. Hier werden ja auch Normen in Europa eingezogen, ja, die, Normen, die zur Sicherheit führen. ich bin froh, dass ich der, der Einzige bin, den Sie dauernd unterbrechen. Ja, das, das, das ehrt mich sehr. Ich sage noch einmal: Für diese Normen brauche ich keine Europäische Union. Die Europäische Union muss ganz, ganz andere Dinge, andere Aufgaben anpacken. Und daran kann ich scheitern. Und die Union hat. Momentan große Schwierigkeiten. Das sehen wir alle. Wir haben andere Meinungen, wie sich diese Union mhm. entwickeln soll. Und ich eines noch möchte so ich sagen: Ich kenne in Österreich niemanden, der gegen Europa ist. Aber ich kenne viele Menschen, die sagen, diese Europäische Union kann so nicht funktionieren. Also nicht jeder, der die EU kritisiert, ist antieuropäisch. Auch die Briten sind nicht antieuropäisch. Das sehe ich nicht. Was mich nur stört, ist, ist dieser Kampf gegen die Nationen? Nein. das ist äh, Menasse wir sagt, ja alle Menasse dann sagt dann zum Beispiel so. in seiner Rede: Wir müssen die nationalen Demokratien zerstören, damit etwas Neues entstehen kann. Ja, das glaube ich nicht. Hobby das glaube ich nicht. Ich sage, Menasse sagt das. Der ja. sitzt. Weg. Und ja. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Ja. Sie sagen, äh, die Nationalstaaten oder das Nationale ist negativ. Ich sage, das ist ein Problem zu sagen. Ja, ja. Ich werde es Ihnen kurz ausrichten. Das Problem ist dass wir Demokraten sind und die Menschen entscheiden über das Parlament, Zusammensetzung ja. und nicht Sie oder ich oder Sie. Und man kann nicht sagen, ja, da haben die, die, die über 45 entscheiden so und die entscheiden anders. Der Wähler entscheidet. Richtig. Und wenn man den Wähler nicht mitnimmt auf dem Weg zu einer europäischen Gemeinschaft, Union, dann ist das Projekt gescheitert. Haben Sie recht?